Ich schwöre dir, ich habe, ey, wirklich, ich schwöre dir, ich habe in diesem Video nichts gemacht, Alter. Ich schwöre es dir. Der Typ war die ganze letzte Woche alleine. Ich kann mir nur erklären, dass der da selbst irgendwann... Ich habe dem nichts getan. Warum macht ihr das, Alter? Warum? Oh mein Gott, Leute, das, was ich heute mache, ist einfach nur gestört. Es ist too much. Es ist fucking too much. Man kennt vielleicht von dem einen oder anderen Video, was ich bisher schon auf YouTube gebracht habe. Ein Mädel namens Luze, aka Luze Clark. Sie besucht mich auch heute und denkt, dass wir eine Runde Chatroulette und Omegle zusammen durchziehen. Ich habe sie so beruhigt, sag so, ah, heute mal was Chilliges, wir brauchen kein Konzept, wir müssen uns keine Riesenplatte machen, wir setzen uns einfach hin, schauen uns ein bisschen Chatroulette und Omegle an und skippen ein bisschen durch ein paar Ja, das ist das, was sie denkt. Viele von euch, die meine Videos wirklich verfolgen, wissen, es gab auch schon ein Video mit der Luze, wo wir uns unangenehme Fragen gestellt haben. Und diese Wahrheit-oder-Dich-Challenge, die wir da gemacht haben, da gab es eine Frage, die ich ihr gestellt habe, würdest du mit mir mal ein Porno drehen? Und sie hat darauf geantwortet mit, haben wir doch schon. Und genau diesen Punkt werde ich heute noch einmal aufgreifen. Wie würde sie wohl reagieren, wenn dieses kleine Schmuddelfilmchen irgendwo auf einer gängigen Porno-Plattform auftaucht? Oh, 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 Alter, die bringt mich um, Mann, die bringt mich um. Ich glaube, ihr Hund frisst mir die Eier nach diesem Prank. Damit ich natürlich nicht wirklich irgendwas bei YouPorn posten muss, was ihr und mein Leben vielleicht zerstören könnte, mache ich einfach einen Screenshot von irgendeinem Video auf YouPorn, was eine Beschreibung haben könnte, die passt. Also meinetwegen irgendwas mit German und irgendwas mit Teen und irgendwas mit Fuck. Ersetze bei Photoshop das eigentliche Bild des Videos mit einem Bild unseres Videos. Und schicke es an eine Person meines Vertrauens. Natürlich suche ich ein ziemlich harmloses Bild raus und wo man eigentlich nur erkennt, dass wir da gerade was machen, aber man keine Genitalien oder sonst irgendwas Schönes erkennt. Dann schickt er mir irgendwann diesen Screenshot und meint, er hätte das gefunden, beziehungsweise hätte mich bei YouPorn gefunden. Zufällig ist auch sie am Start und erkennt natürlich, dass sie auch in diesem Video ist. Und das wird eine ziemlich interessante Situation, würde ich sagen. Erste Mal die Frage, die uns alle interessiert. Wie sehr tat der Kommentar unter unserem Video weh? Fakt, du dämliche, verwanschte Qualle. Was laberst du da für eine Scheiße? Soll jetzt jeder so ein fettgefressenes Hortchen sein wie du? Nennst Bushidos neues Signing einen Waschlappen? Was bist dann du? Ein träges, großkotziges, aufgeschwemmtes, dummes, hässliches Schwein. Ein fauler, ressourcenverbrennender Fleischklops. Deine Mucke ist auch überflüssiger Schwuchtelrap. Ich bin seitdem in ambulanter Therapie, also ich bin in Behandlung. Ich habe mir umgehend ein Magenband legen lassen und habe außerdem noch meine Nase verkleinern lassen bei dem anderen. Ich sitze neben der und du schreibst mir so, Alter, ich habe gerade was gefunden, was ich nicht glauben kann. Erstmal nur, dass du es schreibst sozusagen, ne? Und dann auf einmal machst du mir so übelst viele Voicemails fertig. Alter, ist das krass, ich glaube, das bist 100% du, das ist doch deine fucking Couch, Alter. Dann steigere ich mich übelst rein und so und sag, du schickst mir jetzt den, mach dann von ein Foto oder ein Screenshot, schick mir den Scheiß, Alter, und laber kein Mist so. Ach du Scheiße, Alter, ja. Oh Mann, Alter, ich will es unbedingt sehen. Ich hoffe, die holt gleich Shutterspray raus oder sowas, Alter. Oder ist doch auch geil. Ich bekomme gerade ein ziemlich schlechtes Gewissen, wenn ich daran denke, was wir uns vorher so geschrieben haben. Bitte nach 20 Uhr, 21 Uhr ging auch, muss noch mega viel machen. Ernsthaft, Alex, ich glaube, da können wir es auch gleich lassen. Ich glaube, sie war richtig sauer. Und später frage ich sie so, um 8 ginge? Ich würde das schon regeln, dass es passt. Whatever, schreib mir, wenn du fertig bist. Ich schalte dann, ob ich losfahre. Was ist denn nur los, Alter? Alter, was ich dir gerade geschrieben hab, Alter! Was ist denn mit dir los? Was kommst du mir? Hast du, Digga, hast du gekifft, Alter? Hast du gekifft? Ja, ich bin jetzt raus, Alter. Genau, Alter. Genau. Ich seh dich. Ich seh dich auch bei YouPorn. Nicht jeder Barträger ist gleich ich, ne? Also. Schick mir mal dein cooles Video. Ich hab übrigens schon Besuch, also über sowas zu reden kann. Digga, wenn du mich jetzt irgendwie verarschst. Digga, wenn du mich jetzt. Da liegt der einfach auf, Alter! Sag mal. Ja,
Ihr verarscht uns gerade, oder? Schick mir, was du mir schicken willst, sonst spam mich bitte nicht mehr zu. Wenn du diesen Chat siehst. Guck das Foto an, guck es an, du schmutziger Ficker. Aber YouPorn und deine Couch macht mir ein bisschen Angst. Laber nicht, guck mich nicht so an, wirklich. Okay. Alter, ist das nicht sehr ernst, komm. Was? Digga, ist das jetzt gerade dein Scheiß Ernst? Ist das, ey, fahr dich mal kurz ein bisschen runter, ist das gerade dein Ernst? Schick mir sofort den Link, Alter. Ich finde das gerade nicht lustig. Wie kommt das dahin, Alter? Jetzt verarsch mich nicht, komm, bitte, sei mal, ey. Ey, ich zitter gerade übelst, Alter. Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Was? Ey, Alter, du warst letzte Woche die ganze Zeit alleine bei mir. Willst du mich jetzt gerade verarschen? Ey, Dick, komm jetzt mal runter, Alter. Komm jetzt mal kurz runter und sag mir bitte, dass das nicht dein Ernst ist, was du mir gerade geschickt hast. Das kann nicht wahr sein, Alter. Halt dein Wort jetzt mal kurz, bitte. Verarschst du mich jetzt gerade? Wie hast du das gemacht? Ich will wissen, wie du das gemacht hast, Alter. Alter! Ich kann mir das nicht erklären, wie der das gemacht haben soll. Gut, das bin ne ich. Das bin ne ich. Das ist schon mal ein Vorteil. Das bin ne ich. Das bist nicht du? Das bin ich. Scheiße, das bin ich. Da hinten liegt mein HTC. Das bin ich. Nee, Alex. Alter, ich zitter gerade übelst, ne? Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat. Das muss irgendwie. Ey, ganz ehrlich, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Alex. Nein, Alter, ich schwöre dir, ich habe dieses Video nie. Ich habe nichts damit gemacht, Alter. Ich weiß nicht, ist das die scheiß Seite sogar? Das ist die scheiß offizielle Seite, Alter. Alter, fuck! Ey, das sind wir. Boah, Alter, meine Hand, ne? Ich muss definitiv aus der Stadt raus. Also nicht aus Leipzig, sondern aus Brandenburg, Chemnitz. Ich kann mich verpissen. Ich kann da nicht bleiben. Da lachst du gerade. Dann muss ich gehen. Nee, da heule ich was. Deswegen lache ich. Ich schwöre dir, ich habe in diesem Video nichts gemacht, Alter. Ich schwöre es dir. Der Typ war die ganze letzte Woche alleine. Ich kann mir nur erklären, dass der da selbst irgendwann. Ich habe dem nichts getan. Warum macht ihr das, Alter? Warum? Alex, klar, das bin ich mit dem. Ey, wie machen? Da steht nichts. Da steht nichts über dieses Video. Ich habe geschrieben, da soll mir schreiben, wie das Video heißt, wie ich das finden kann. Der schickt mir keinen Link. Ich dachte, du bist YouTuber, kein aktiver YouPorner. Alter! Dicker, dann mach jetzt keine Scherze darüber, Alter. Ich will dieses Video sehen. Schick mir einen Link oder irgendwas von diesem Video. Ey, wirklich, glaubst du mir, dass ich damit nichts zu tun habe? Bitte, Alter. Ja. Bitte, ey, wirklich. Warum sollte ich mein Leben? Guck mal, ich will mit YouTube Vision was aufbauen. Ich kann da so eine Scheiße nicht machen. Brauchst du gerade ernsthaft denken? Oh Gott, Alter, du bist so eine Ich verstehe das auch nicht. Auch wenn das muss ein Scherz, der weiß, dass wir chillen heute. Warum sollte er gerade jetzt? Ich hoffe, dass es so ist. Soll das eine Lüge sein? Guck dir das doch mal bitte an. Was soll daran eine Lüge sein? Photoshop. Ist das jetzt gerade dein Ernst? Alex, kannst du bitte das suchen? Was soll ich da suchen? Teen Fakt? Weißt du, wie viele Videos es im Übrigen gibt, wo Teen Fakt draufsteht? Ich sag dir jetzt gerade dein Scheiß Ernst. Weißt du, was ich noch fieser finde? Wenn irgendjemand mit dem noch unter einer Stecke steht. Weil das Ding ist, das Ganze wirklich nur dummer Scherz ist. Ja, du willst mich. Du warst gerade aufgenommen, mach keine Scheiße! Ah! Ah! Oh Gott!
mir so leid. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hab ich sie gefragt? Und das alles für YouTube, meine Freunde. Schau in die Kamera, schau in die Kamera. Und die GoPro, die ist schon aus, weil der Akku leer ist. Aber ist egal, ich hab's trotzdem auf Kamera. Ey, wie wir feiern jetzt richtig hart. Wir haben deine Mama geprankt. Wir haben sie geprankt. Wir haben sie geprankt. Fick dich einfach, Alex. Nee, ich finde, so ein dummer Wichser. Ich finde, wir sollten einfach. So ein dummer Wichser. Ich finde, wir sollten einfach für so einen Fall, falls es wirklich passieren könnte, einen besseren Promo drin. Ist ein guter Punkt, ne? Alter, wenn die mich einfach verbrennt. Wenn ihr mehr Pranks wie diese sehen wollt. Okay, well, sorry. Nicht bei ihr natürlich. Nein, bei niemandem, bei niemandem. Alle meine Freunde und alle, die jetzt zuschauen, ich mach sowas nicht wieder. In der Form. Ich werde jetzt nicht so nachtragen, komm. Wir machen noch coole Videos. Das Verhältnis wird irgendwie wieder, diese Risse, die da in unserem Verhältnis entstanden sind, die kriegen wir wieder zusammen. Wir halten zusammen, wir werden stark. Du wirst dich auch nicht beschweren, wenn wir dadurch noch mehr famous werden und du dir noch krassere Boys aussuchen kannst. Aber das kriege ich hier als Dankeschön. Das kriege ich hier als Dankeschön. Guckt jetzt mal an. Ja, lasst ein Abo da, wenn ihr findet, dass ich das genial gemacht habe. Und ich finde es auf jeden Fall. Liked's nicht. Nee, chill jetzt mal noch ein bisschen. Teilt's nicht. Behalte es für euch, das war scheiße. Jetzt machen wir ein richtiges Video, oder? Da kommen wir mal über das Thema. Ja, so scheiße, das kannst du nur noch glauben. Ich würde sagen, dieses Mal musst du ein bisschen die Kamera gucken, wenn du den Mund nimmst. 100 eine Ansage, was wir heute machen. Ivy? Die hat nichts Besseres zu tun, als das mal irgendein Scheiß-Update zu machen.